Hi, guten Morgen. Ja, wer ist jetzt schon wach? Hallo, hallo. Jetzt bin ich mal gerade kurz, möchte es noch teilen. Ich habe nämlich eine richtig gute Erkenntnis, die ich mit euch teilen will. Unbedingt, und zwar zum Thema Heilung. Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und gestern wurde es mir insbesondere nochmal klar, weil ich verstanden habe, um was es da geht. Lass mich nur ganz kurz hier das teilen. Das dauert immer so lange. Hallo, wer ist denn da? Ich sehe schon jemand. Also es ist wirklich wichtig für die, ich schreibe kurz rein, Heilung, dass die wissen, um was es geht. Es ist wirklich für die, die jetzt noch dabei sind, ihren Körper zu heilen, die dabei sind, irgendwelche Krankheiten zu heilen oder irgendwelche Symptome zu heilen, von denen man auch nicht mal weiß vielleicht, was es für Symptome sind. Eine Erkenntnis, die für mich wirklich bahnbrechend war, war, ich habe kapiert, dass ich, habe ich nicht gewusst, oder unterbewusst der Meinung war, Krankheit ist die Strafe für eine Sünde. Krankheit, man wird krank, wenn man etwas falsch gemacht hat, wenn man etwas schlecht gemacht hat, wenn man nicht gut genug war. Versteht ihr das? Ich spreche die ganze Zeit, du musst wissen, dass du absolut okay bist. Hallo Sabine, dass du absolut okay bist, dass an dir nichts falsch ist, damit du heilen kannst, damit du mental, also psychisch heilen kannst, dass du emotional heilen kannst, dass du körperlich heilen kannst, dass du auf allen Ebenen heilen kannst, musst du wissen, 100% wissen, dass du als absolut perfekter Mensch auf die Welt gekommen bist und dass Perfektion, das ist, was du bist, hinter all diesen Schalen und Schichten und Beschmutzungen und Überzeugungen und Glaubenssätze und alles, die wir angenommen haben. Und ich dachte, okay, ich bin jetzt okay mit der ganzen Geschichte. Ich bin okay mit mir. Ich finde mich okay. Ich weiß, dass ich gut und richtig bin. Ich kann das akzeptieren, wenn ich Fehler mache. Es ist alles okay mit mir. Alle Vorstellungen, die ich mitbekommen habe aus meiner Aufzucht über mich, wie man mich eben sehen konnte, weil man mich eben nicht besser sehen konnte mit der Brille meiner Eltern, meiner Mutter insbesondere, die so beschmutzt war mit allem Leid und allem Elend, konnte sie natürlich in mir auch nur Leid und Elend sehen und Übel und Versagertum und all dieses Schreckliche, was sie einfach auch selber übergestülpt bekommen hat, habe ich alles kapiert. Aber plötzlich war mir klar, als ich ein Video angeschaut habe, weil ich mich ja so fest mit Heilung beschäftige, wie ihr wisst, wow. Da ist was in mir, ein Teil von mir glaubt tatsächlich, dass man krank wird, weil man irgendwie gesündigt hat. Also das klingt irgendwie total christlich oder kirchlich oder religiös, bin ich ja eigentlich, ich bin es überhaupt nicht. Ich beschäftige mich einfach mit allem, aber ich bin ich bin ich, oder? Ich bin meine Philosophie. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, oh mein Gott, ich denke tatsächlich immer irgendwo so einen kleinen Moment, wenn es sich um Krankheit handelt, oh, was hat dieser Mensch gemacht, dass er die Krankheit verdient hat? Also so exakt denke ich das nicht, sondern das ist irgendwie so, keine Ahnung, das ist so ein energetisches Konstrukt, das da war, wo ich aber gar nicht richtig rauskriegen konnte, was es eigentlich bedeutet, bis ich es plötzlich genagelt habe und gesehen habe, wow, hier ist eine Überzeugung in mir aktiv, die tatsächlich heißt, wenn jemand krank ist, dann hat er irgendetwas falsch gemacht oder war nicht gut genug, hat gesündigt, damit er Elend verdient hat. Ergo habe ich das über mich natürlich auch gedacht. In meiner Krankheit und wo jetzt noch, wo ich einfach merke, hey, da sind noch Sachen und wo ich immer gedacht habe, warum bin ich noch nicht hundertprozentig fit? Warum kann ich jetzt keinen Marathon laufen? Warum geht es so langsam? Wieso kann ich jetzt ein bisschen joggen, aber nicht viel? Wieso kann ich mich jetzt viel belasten, aber es kommt immer wieder so, hu, nicht zu viel, nicht zu viel, geh langsame Schritte vorwärts, oder? Und ich denke mir, hey, ich müsste doch jetzt in der Lage sein, Marathon zu laufen. Und deswegen, das hält mich immer noch dran, dran zu untersuchen und zu schauen, was
ist denn da, ist die große Frage. Das, was mich noch von kompletter Gesundheit trennt, wenn die da ist, wenn die verfügbar ist. Also komplett, verstehst du? Wir alle haben irgendwelche Wehwehchen. Und, aber ich will komplett 100% gesund sein. Ich will nichts spüren. Ich will einfach mich geil fühlen von A bis Z. So, jetzt komme ich zum Punkt. Vielleicht habe ich zu weit ausgeholt. Es sind schon ein paar wieder abgesprungen. Vielleicht müsst ihr auch arbeiten gehen. Eben, dieser Gedanke. Wo kommt der her, dass ich glaube, Krankheit hat was damit zu tun oder man wird krank, wenn man was nicht gut genug macht oder nicht gut genug ist oder ja, irgendwie gesündigt hat, was falsch gemacht hat oder schlecht ist. So, wo kommt diese Überzeugung bei mir her? Und gestern habe ich diese Story eben im Think Big Club erzählt und während ich diese Story erzähle, macht es klack und ich stelle diese Frage, ich weiß allerdings nicht, wo das herkommt. Ich bin weder religiös und glaube nicht an Sünde und all so ein Zeug, glaube ich nicht dran. Plötzlich macht es Pam, Erkenntnis da. Ich habe die Frage gestellt, den Raum geöffnet, habe eigentlich mit nichts gerechnet und wumm, Erkenntnis da. Was war die Erkenntnis? Die Erkenntnis ist folgendes. Mein Vater, der hat, als ich Kind war, der hat immer gesagt, wenn wir uns wehgetan haben, wenn wir hingefallen sind, wenn wir uns aufgerissen, ripscht haben irgendwie, dummes Fleisch. Vielleicht kennt es von euch, das hat der ja nicht böse gemeint oder was weiß ich nicht was, der hat das wahrscheinlich auch übernommen irgendwo aus seiner Family. Und anstatt, dass der halt gesagt hat, hey, und nicht schlimm und wird alles wieder gut, dann hat er immer gesagt, dummes Fleisch und dann verarztet oder was weiß ich nicht was. Aber nicht, natürlich nicht bei großen Sachen oder sowas. Aber es war seine Überzeugung auch, die ich übernommen habe. Und zwar hat er nur immer dummes Fleisch gesagt, aber seine Überzeugung, das weiß ich jetzt, das spüre ich jetzt auch energetisch, war tatsächlich, Krankheit ist eine Strafe für Fehler, dass du Sachen falsch gemacht hast. Pam! Und seit ich das aufgedeckt habe, sind noch wieder Verspannungen, die noch da waren in meinem Körper, noch eine Steifheit, die immer noch da gewohnt hat. Die darf sich jetzt lösen und ich kann da hingucken und ich kapiere das. Und ich weiß, oh mein Gott, es ist doch null wahr. So ein Bullshit. Ich habe nicht mal gedacht, wenn du mir zu mir gesagt hast, ja Patricia, du denkst, die Leute werden krank, weil sie Fehler gemacht haben und weil sie büßen müssen für irgendwelche Sünden. Ich habe gesagt, hey, spinnst du? Aber so tief unten, so eine heftige Überzeugung, die wieder dazu führt, dass du dich schlecht und scheiße fühlst und dann wieder irgendwo komplette Heilung, komplette Perfektion, Geburtsrecht abgetrennt wird. Und es sind manchmal so kleine Nuancen, von denen wir überhaupt nicht wissen, dass die in uns aktiv sind, dass die in uns leben. Und dieses bewusste Sein und dieses Hinschauen und dieses ehrlich da nach innen gucken und sagen, das ist nicht schlimm, wenn ich sowas denke, weil ich habe es mir ja nicht böswillig ausgedacht, diesen Gedanken, sondern ich habe den geerbt, ich habe den irgendwie übernommen, weiß nicht mal, dass der bei mir aktiv ist, aber wenn ich dorthin schaue und keine Angst habe, dass da irgendwas Hässliches sehe in mir drin, in meinen Gedanken, in meinen Überzeugungen, sondern dass ich da nur aufräumen kann und dass ich da hinschauen darf und dass ich diese Fragen stellen darf, diese offene Fragen sagen, hey, was ist das? Und dann kommen die Antworten, die sind alle schon da. Und wenn ich sie nicht suche, sondern nur offen und empfänglich bin, dann kommt mir Klarheit. Und diese Klarheit, die zeigt mir, was trennt mich von dem, was ich wirklich will. Was trennt mich in dem Fall von meiner kompletten Heilung, von meiner kompletten Perfektion? Was ist da noch? Und das hat mich so geöffnet und das möchte ich so mit euch teilen, dass ich sage, wow, so eine Bullshit-Story über Heilung und überhaupt, was Krankheit bedeutet.
Das wäre ich nie drauf gekommen, aber das ist so, so essentiell. Und jetzt eine neue Story machen und zu wissen, hey, Krankheit bedeutet das überhaupt nicht. Krankheit bedeutet, dass ich Scheiße denke. Dass ich Scheiße genau das denke, Scheiße über mich, dass ich Blödsinn denke über mich, über was ich sein sollte, wie ich leben sollte, wie schwer das Leben sein sollte. Diese ganzen Geschichten und Überzeugungen, dass die mich krank machen. Aber das ist keine Sünde, das ist kein Vergehen, das ist keine Minderwertigkeit, sondern das ist eine Situation, die hat mich geprägt. Ich bin da, diese Prägung aufzudecken und sie umzuprogrammieren. Pam, that's it. Absolut wertfrei. Und das zu tun, dafür sind wir hier. Und das zeigt uns Krankheit jetzt ganz, ganz deutlich, die Abtrennung vom gesunden, heilen, perfekten Zustand. Was ist da dazwischen? Was trennt mich? Und das aufzuräumen und klar zu machen und diese Trennung aufzuheben und dann ist Heilung da. Und darum geht's. Um diese klare Ehrlichkeit und zu sagen, ja, was trennt mich? Okay, alles Bullshit, Lügen, weil mein Geburtsrecht ist Heilung und Perfektion. So. Ja, ihr Lieben, ich find's toll. Ich würde es auch toll finden, wenn ihr Kommentare schreibt, ob euch das hilft, ob das mag. Duck. Aha. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao.